Leute, mein Name ist Markus Klettke und ich zeige euch heute von Joyo aus der 30er Serie den US Dream. Ja, was verbirgt sich in der US Dream? Es ist auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal verraten, ein Distortion Pedal. Was kann man sich denken, wenn man US Dream hört? Da könnte man natürlich assoziieren, vielleicht irgendetwas mit Mesa oder Mesaisch. Man darf ja vielleicht die Namen nicht sagen. Oder vielleicht so ein bisschen auf jeden Fall in die amerikanische Amp-Richtung, die so mit 6L6 Röhren und so ausgestattet sind. Also sehr fette, sehr mittige Töne. Könnte man jetzt erwarten. Ausgestattet ist das Pedal natürlich On-Off-Schalter mit True Bypass. Wir haben ein Volume, ein Tone für die Einstellung der Klangregelung und wir haben einen Distortion-Regler, der schlicht und ergreifend die Verzerrung einstellt. Wie immer natürlich 9 Volt und In-Out und ja, sehr simples Panel. Diesmal in Lila mit einem Gehäuse, was ich immer noch nicht so ganz identifiziert habe, was das ist. Vielleicht ist es Guss, ich weiß es immer noch nicht. Auf jeden Fall sieht stabil aus. Und ich würde sagen, wir hören uns das Ganze jetzt einfach mal an. Und dafür nutzen wir meinen Houston Kettner über den Redbox Out direkt ins Interface und den US Dream schneiden wir einfach davor. Viel Spaß! Thank you.
Wirklich so einen kleinen Einblick bekommen, wo das Pedal so klanglich hingeht. Ich meine, ich würde wirklich sagen, es geht wirklich so in diese Mesa-Ecke, soll es so ein bisschen hinschieben. Also es ist wirklich ein schön mittiger Ton, es hat viel Verzerrung. Es klingt absolut anständig, vor allem für den Preis, der glaube ich irgendwas um die 30 Euro liegt. Es ist wirklich gut. Ja, die Pedals gibt es wie immer über den Direktvertrieb über Amazon oder eBay von Joyo direkt zu kaufen, was natürlich den Preis auch schön niedrig hält. Und ansonsten, mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich kann das Pedal wirklich nur empfehlen. Checkt es mal aus. Und ja, dann würde ich mich ansonsten noch sehr freuen, wenn ihr den Subscribe-Button unten drückt und mir weiterhin folgt. Und mir hat es wie immer Spaß gemacht. Keep rocking!